B2.5. Unter den Pyramiden ANBCDPN hat die Pyramide A0BCDP0 das maximale Volumen Vmax. Berechnen Sie, um wie viel Prozent Vmax größer als das Volumen der ursprünglichen Pyramide ABCDS ist. Wichtiges Signalwort hier ist das maximale Volumen. Damit kann man natürlich schon überlegen, welche Funktion man braucht. Kalkmaximum vom Taschenrechner. Hier würde ich auch empfehlen, tatsächlich den Taschenrechner einzusetzen, weil er einfach einen ungeheuren Geschwindigkeitsvorteil bringt. Also, wir müssen das Maximum berechnen, und zwar von der Pyramide ABCDPN. So. Ist aber kein Problem, weil die Volumenformel kennen wir schon. Ist eine Aufgabe drüber, steht sie einmal da, beziehungsweise mussten wir sie berechnen. Also einfach übernehmen. Y ist gleich minus 1,92 x² plus 8,48x plus 120. Das ist unsere Volumenformel. So, das geben wir jetzt in unseren Taschenrechner ein. Ich habe jetzt hier den Sharp EL 9950 und da klicke ich auf Y ist gleich, gebe jetzt hier nochmal die Formel ein. Minus 1,92x² plus 8,48x und plus 120. So, beim Sharp muss man überprüfen, ob das Maximum sichtbar ist. Man sieht momentan, nö, man sieht nur einen Strich, nicht sichtbar. Das heißt, ich muss so lange auf Zoom Out gehen, bis mir mein Taschenrechner anzeigt, dass es sichtbar ist. Jetzt sehe ich hier oben, hier die Spitze des Maximums ist sichtbar und jetzt kann ich ihm den Befehl über SecondCalc geben, dass er das Maximum berechnen soll. Dann rechnet er kurz und jetzt gibt er an, das Maximum ist zu finden bei x gleich 2,21 und y 129,36. Das schreiben wir uns einfach hin. Einfach beide Werte gleich hinschreiben, egal ob nur 1 oder 2 gesucht ist. Auf jeden Fall, wenn beide dastehen, muss man dann extra nochmal überlegen, brauche ich nur den oder den. Also so komme ich recht schnell mit dem Taschenrechner drauf, geht super schnell und vor allem auch sicher. Aber die Arbeitsanweisung muss man trotzdem hinschreiben. Calc, Max und dann kommt raus, beides hinschreiben, wie gesagt, und auf zwei Stellen nach dem Komma runden nicht vergessen. X gleich 2,21 und den maximalen Termwert schreiben wir auch gleich hin. 129,36. Ja, also genau das ist das T-Max, also der maximale Termwert, beziehungsweise in unserem Fall sogar das V-Max. Den X-Wert brauchen wir gar nicht, das heißt, uns interessiert eigentlich nur dieser Wert hier. Ja, X gibt immer an, für welches X, und Y ist tatsächlich, wie groß das Ding dann wird. Also die Pyramide A0BCDP0 hat einen Flächeninhalt von 129,36 Kubikzentimeter. Jetzt brauchen wir noch die ursprüngliche Pyramide. Nämlich die Pyramide, also Volumen der Pyramide ABCDS. So, Pyramidenformel hernehmen. Ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Grundfläche war ein Drache. Wir fahren nochmal hoch, sodass wir den anschauen können. Vielleicht hier an der Zeichnung. Grundfläche ist ABCD. Ein ganz normaler Drache. Wir kennen die Strecke AC, wir kennen die Strecke BD. Damit lässt sich der Drache sofort berechnen. Und Höhe in dieser Pyramide ist die Strecke AS. Die ist auch bekannt, also lässt sich alles sofort in die Volumenformel einsetzen. Ein Drittel mal Flächenformel vom Drache ist 0,5 mal und dann die beiden Diagonalen. AC mal BD. Und jetzt noch die Höhe mal AS war die. Alles einsetzen. 0,5 mal AC waren 9, BD waren 8 und AS waren 10. So, jetzt nur ausrechnen. 0,5 mal 8 sind 4, ein Drittel mal 9 sind 3, also kommt hier 12 raus. 12 mal 10 und das sind dann 120 Kubikzentimeter müssten das sein. Jawohl. So, dann sind wir noch nicht fertig. Wir müssen noch den prozentualen Anteil berechnen. Ja, steht hier, um wie viel Prozent ist Vmax größer als
die ursprüngliche Pyramide. Das heißt, nächster Schritt, 120 Kubikzentimeter sind unsere 100%, weil wir wissen ja, wollen ja wissen, um wie viel ist die andere größer. Die war 129, muss ich nochmal spiegeln, 36 Kubikzentimeter und das entspricht x, also unserem gesuchten Prozentwert. So, jetzt gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, nämlich über, ich nenne es Z-Formel, das Prozent, den Prozentwert zu berechnen. Also ich starte mit meinem unbekannten x und dann rechne ich z-förmig durch. Ja? So ein z liegt da drin. Sieht dann wie folgt aus, x ist gleich und jetzt z-förmig entlang gehen, 129,36 mal 100 durch 120. Ja, erste Zahl mal zweite Zahl geteilt durch dritte Zahl, das steckt da im Prinzip immer dahinter. Das kann jetzt jeder handelsübliche Taschenrechner ausrechnen, sind dann 107,8%. Und jetzt ist ja die Frage, um wie viel ist es größer? Nämlich Antwort, ja, ich schreibe einen vollständigen Satz, sie ist um 7,8% größer. Ja, 100% ist ja ursprünglich, um 7,8 ist sie größer, weil es 107,8% sind. So, damit wären wir jetzt mit dieser Aufgabe dann auch schon wieder fertig.